Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Jam Akino. Ja, wie ihr seht, habe ich den Bruder Adama dabei. Adama, willst du was sagen? Nein, gerade nicht, ja. Schmeckt! Im heutigen Video, Leute, geht es darum, wir machen die Jelly Bean Challenge. Sprecht das richtig aus? Ja, Jelly Bean ist richtig. Die Jelly Bean Challenge, die Dinger habe ich bei Monte im Stream gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Die Teile haben eklige Geschmäcker. Ich glaube, die meisten von euch werden die Teile kennen. Wir haben hier Birthday Cake und Dirty Dishwater. An der Innenseite hast du es auch. Achso, auf Deutsch. Oder auf der Innenseite. Praktisch. Praktisch. Was sag ich so? Walter, bitte riech das einmal, Bruder. Walter, riech das einmal, Bruder. Bruder, das kennen wir. Riech das einmal, Bruder. Mal so nebenbei, ich arbeite in der Altenpflege. Ich habe täglich damit zu tun, älteren Menschen den Hintern zu putzen. Aber diese ist ganz andere Liga. Ganz andere Liga. Auf jeden Fall, Rudi stellt uns die Fragen. Wir beantworten sie mit dem Taschenrechner. Derjenige, der näher dran ist, hat gewonnen. Der weiter weg ist, hat verloren. Das übliche Spiel. Ihr wisst, wie es geht. Ich sag mal so, wenn ihr wüsstet, wie es hier gerade riecht, würdet ihr mich auf jeden Fall um einiges besser verstehen. Erste Frage. Wie viel Geld warfen Rom-Besucher im Jahr 2016 in den berühmten Trevi-Brunnen? Oh, scheiße, Digga, warte, ey, was soll ich? Scheiße, du wirst überkressen, also, meinst du? Rum, ne? Tamam, ich hab 5, 4, wow. Boah, Tamam, ey, ich schwör, was hast du? Okay, zeig weiter. 1,2 Millionen, 150.000, 1,6 Millionen ist richtig. Ah! Millionen. 1,6 Millionen im Jahr haben die da reingeworfen. Wallah, gib mir das ja. Was für diese Brunnen, Alter. Was macht der Brunnen für euch? Steht hier, macht was macht der Brunnen für euch? Warte mal, darf ich für dich twizzeln? Bruder, lass mich twizzeln, Digga. Klein Twizzle. Twizzle du, Digga. Okay. Dirty Dishwater, das geht ja noch. Hier. Aber es kann auch Geburtstagskuchen sein. Fand's mal gut? Oder das ist mal ein anderer, der schmeckt richtig nach Kotze. Entweder so sch. Okay, also Jungs, wie viel wiegt bzw. wo die schwerste Person der Welt, die noch lebt? Mittlerweile ist sie auf Diät. Ich weiß es. Okay. Daumen. 240 Kilo? 610 Kilo ist ja. Ja, Mann, beide. Ich war näher, aber ich war näher dran. 5 Kilo. Ja, immerhin, Digga. Inshallah kriegst du richtig eine Maßkrater. Ja, ey. Mann, Alter, warum kriegt der denn denselben wie ich, Mann? Ja, aber da gibt's ja nur zwei, da hat er ja den leckeren. Nein, nein. Von dem. Ja! Von dem gibt's ja viel, viel mehr. Wie lang ist der Begattungsapparat eines Blauwals? Begattungsapparat? Penis. Also, wenn ein Blauwal in der Regel schon seine 4 Meter ist, dann würde ich sagen, so ein Blauwal wird. Warte, kurzer Exkurs. Ein Blauwal wird zu 33 Meter lang. 33 Meter lang. Ich hab. Okay. 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 Okay, beide drei. 4 Meter, 4,33. Bitte den schwarzen. Ja. Was ist das? Peach oder Bar? Pfirsich oder Brochenes? Brochenes, ne? Ja. Ja, bleib mal ruhig. Ganz ein Schwarzkleider. Ja, erstmal. 4 Meter ist dein Sinn? Ey, ja, richtig. Ja. Kann man erkennen? Okay, das ist der Ekel. Nein, ist für sich. Ist für sich. Boah, das schmeckt. Der wäre schon weg. Scheiße, Alter. Schmeckt. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Der. Es ist zweistellig, bleiben wir so. Ja, das ist fair. Zweistellig, Mann? Zweistellig. Auf jeden Fall. 5. 4, hast du schon? 3, okay. 2, 1. Adam, ich sag zweistellig. Wie schreibst du 232? Ist doch zweistellig, Mann. Achso, du meinst. Ah!
Tamam, Bro, warte mal, yo. Ey, rewind, rewind. Klein. Ja, Digga. Toter Fisch? Oder? Oder? Erdbeer-Banane. Bananen. Warte, lass mich dir selber. Nein, ich geb dir. Vertrau mir. Ist das der? Vertrau mir, ja. Walla Billa, das kann ich nicht wissen. Walla Billa. Warte, stopp. Stopp. Das ist kein Spaß mit diesem Ausgabe. Was ist toter Fisch? Ich bin der Hersteller, der das rausgebracht hat. Toter Fisch, Digga. So was Ekliges habe ich in meinem Leben noch nie gegessen, Bruder. Du safe auch nicht. Oder wenn ich dich auch anmachen würde, du würdest kotzen. Ja. Also, wie viele verschiedene Bestellmöglichkeiten oder Varianten für Kaffeegetränke gibt es in einer durchschnittlichen Starbucks-Filiale? Wie viele Möglichkeiten? Rob'n Egg, was ist das? Faules Ei oder Butterpopcorn? Okay. Ja, ich hab gesehen, er hat mich angeguckt. Er meinte zu mir, Bruder, steck mich in seinen Mund. Tamam. Nur Homo. Was ist hier wieder? Warte, warte. Wallah, was könnt ihr nicht machen, yo? Guck mal meine Augen an, als ob ich 10 Gramm geraucht habe. Wie viele Bandscheiben hat ein Mensch? Boah. Das weiß doch unser Pfleger hier. Das ist doch logisch, Digga. Das ist doch logisch. Ich hab keine Ahnung, Bruder. Soll ich, darf ich 10? Ja, dann wahrscheinlich was anderes. Hi, Mann! 5. 23. Ich bin wieder näher dran. Jetzt hab ich einen. Stinky Socks, Digga. Das ist nix, Digga. Ess das. Klein auf, klein. Ess, ja, Tamam, ess. Tamam, ess. Du musst doch. Ess doch mal. Du hast doch gesagt, du isst keinen für mich. Okay, ich ess. Mann. Bruder, hat man nicht. Ist. Ich hab noch nicht gewissen, richtig. Nein. Kann auch Tutti Frutti sein. Tutti Frutti, Tutti Frutti. Oh. Er hat schon mich angehocht. Ja, nee, das ist schon bei mir Kotzreflex, Kotzreflex. Digga, was war das? Okay. Aber warte mal, ich tu was Gutes für dich und du knallst mich und hältst mich fest? Ja. Du hast mich auch festgehalten. Mach mal deinen Mundschutz runter. Ja, dann rede nicht mit mir. Im Laufe eines 60-jährigen Lebens hat ein Mann durchschnittlich wie lange eine Erektion, während er schläft? Boah. 3. 2. Tamam, ich hab. 1. Was? 3 Mille. Was 3 Mille? 3 Millionen. 3 Millionen. Was Millionen? 3 Millionen Stunden, Bruder. 3, okay, nein. Ich hab 365 Tage. Das wäre ein Jahr, es sind 5 Jahre. Echt? Also bin ich aber trotzdem näher. Bruder. Was ist das? Schokoladenpudding oder Hundefutter? Nein! Nein! Nein, Mann! Nein, Digga! Damn! Schokoladenpudding oder Hundefutter? Wir differenzieren hier. Guck mal, ich nehme auch ein. Wie den Traum, okay? Auf die Hose, schau. Alles gut bei dir. Ja, lass das keinen Spaß mehr. Ein wie großer prozentualer Teil Islands ist eisfrei? Das sind 15%. Jan ist näher dran. Das ist das erste Mal, dass ich bei meinen Folgen echt rasiere. Der hat den gelben gehabt, Bruder. Bruder, auf deinen? Ich hätte auch das mir gegeben, was eigentlich muss das jetzt Kokosnuss sein. Bismillah. Bruder, ich kann nicht mehr. Ich
schwöre, wir bleiben mal hier. Ey, komm mal her. Ich glaube, er mag keine Kokosnuss. Leute, wenn ihr mindestens so viel gelacht habt wie wir, lasst einen Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare, was ihr von uns sehen wollt. Macht weiter so, teilt das, kommentiert fleißig, abonniert, Glocke aktivieren nicht vergessen. Bruder, du hast mich krank hochgenommen, Digga. Ja, nee, um das schön zu verpacken, sag ich hochgenommen, aber im wahrsten Sinne des Wortes hast du mich Digga. Verstehst du? Wir sehen uns nächste Woche. Freitag.